Willkommen an den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo Zerkum von den Frakta und wir spielen weiter Victory. Und wie ihr seht, ich bin noch in diesem Optionsmenü drin. Wir können direkt weitermachen. Nur möchte ich diesmal wirklich darauf achten, nicht zu überziehen. Das letzte Video mit einer halben Stunde, das ist schon ziemlich, ja, viel. So, jetzt weiß ich nicht genau. Ich habe keine Milch, ich habe keine Gebäude. Ach, das könnte eine dieser populären Laufmissionen sein. Also, wenn ihr das damals auch gespielt habt oder diese Spiele noch kennt, also gerade in Warwind zum Beispiel 1 und 2 war das extrem populär, immer zwischen so typischen Baumissionen, also wo man eine Siedlung hat, so eine Basis, so Missionen einzuflechten, wo man mit einer Truppe herumläuft. Das war oft ganz stark geskriptet, dass man auf irgendwelche weiteren Anführer trifft oder versprengte Trupps oder sowas. Oder man wollte damit bestimmte Features, na, wo bin ich denn hingescrollt? Wow, was ist denn jetzt los? Ich muss die Cycles vielleicht in der DOS-Box nochmal nachjustieren. Zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt eben das Feature zum Tragen kommt, dass meine Axtkämpfe, um es mal so zu nennen, in der Lage sind, tote Bäume zu fällen. Und ich wette, dass ich diesen Zugang eben freischlagen muss, indem er die Bäume hier fällt. So, diese Mission, ich war davon nie wirklich Fan, weil es war immer ganz gut gemeint, dass es ein bisschen auflockern sollte, aber oft fand ich die eigentlich schwerer als die, oder auch ein bisschen nerviger als die Mission, der ich eine Basis ausbauen konnte. Aber ich bin ja auch so ein Basenbaufetischist, deshalb mochte ich auch so Spiele wie Stronghold oder Lords of the Realm 2 oder ja, generell Civilization. Alle Spiele, in denen ich auch irgendwas bauen kann. Imperialismus kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Mal gucken, ob ich die Erlaubnis dafür bekomme. Dann werde ich ja das Spiel auf jeden Fall auch vorstellen. Und ich weiß nicht gerade gar nicht auswendig, wie im Imperialismus nochmal war. Da gab es zwei Teile. Ich muss echt mich erstmal informieren, von wem das war, bevor ich irgendwas versprechen kann. Oh, nein. Oh, der Baum ist auf den armen Mann draufgefallen. Das ist er tot. Oh, okay, ich habe was gelernt. Von unten klopfen, der Baum fällt scheinbar nach links. Oh Mann, jetzt habe ich echt einen verloren durch einen Baum. Ja, also ich mag Spiele, in denen ich irgendwie bauen kann. Das ist scheinbar mein südwestdeutsches Naturell. Ich mag gern scharfe Häusle bauen. Ich mochte auch nie Spiele, in denen es irgendwie nur darum geht, irgendwas kaputt zu machen. Das fand ich immer extrem unbefriedigend. Ich will etwas erschaffen, etwas kreieren, etwas mich ausdrücken, etwas kreativ gestalten, meine Ideen umsetzen. Einfach etwas kaputt hauen, das machen kleine Kinder. Also Erwachsene machen das eigentlich nur, wenn sie, naja, vielleicht Probleme haben oder einfach angeboren etwas Destruktives, naturell. Aber eigentlich verwechselt sich sowas spätestens am Ende der Pubertät. Die Freude einfach etwas kaputt zu hauen. Aber ich jetzt niemanden auf die Füße treten. Also, könnt ihr gerne in die Kommentare posten, wenn ihr schon gestandene Erwachsene seid und trotzdem am liebsten seht, wenn Sachen brennen oder kaputt sind. Ich kenne hier auch ein paar Freunde von mir, sind ja in der Feuerwehr. Das sind alles ausgesprochene Pyromanen. Das sind immer die an Silvester die meisten Böller und Raketen verschießen. Die haben, ich finde das immer ganz gut, dass man Leuten, die gewisse Begeisterung für Dinge haben, auch sinnvolle Aufgaben zuweisen kann. Also in dem Fall können die ihre Leidenschaft fürs Feuer ausleben, indem sie zu löschen bei der Feuerwehr. Dadurch tun sie der Gemeinschaft was Gutes. Und sie haben trotzdem, ja, weil das jetzt nicht in die falsche Hals bekommen. Ja, mir ist auch klar, dass die Feuerwehr eine wichtige Aufgabe macht und oft auch sehr schlimme Sachen sieht und schlimme Dinge erleben muss. Ich will das hier nicht ins Alberne ziehen. Ich sehe das nur immer, wenn wir hier unsere Volksfeste haben. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen von Deutschland ist, aber bei uns hier in der Gegend, hier am Rhein, da feiern wir immer im Mai, Anfang Mai, machen wir immer Maifeuer. Und die Jungs, die ich eben kenne, und in meinem Alter sind die Jungs meistens schon ziemlich erwachsen. Da kenne ich ziemlich viele von denen. Die sind immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, eben so dieses Maifeuer oder von mir aus auch dieses
Kennt ihr vielleicht auch bei euch in der Gegend, man verbrennt den Winter, da wird dann irgendwie so eine Figur oder sowas verbrennt. Also generell sehen die Deutschen scheinbar generell ein bisschen, gerne ein bisschen brennen. Zumindest haben wir diese unselige Sache mit den Fackelmärschen aufgegeben. Können wir auch alle sehr dankbar dafür sein. Nicht umsonst machen wir von Infrakta ja auch die Mod über die Befreiungskriege und die Revolution von 1848, weil wir sind alles sehr überzeugte Anhänger der Republik und der Demokratie. Und möchten das hier mit unseren Mods ja auch vermitteln, weil bestimmte, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gelder sind nicht mehr so da in den Schulen, um auch alles wirklich zu vermitteln, was ja wichtig ist. Und da bleiben ja auch oft so Sachen wie auch die eben Robert Blum und Friedrich Hecker und die Badische Revolution und das Paulskirchenparlament so ein bisschen auf der Strecke. Und uns liegt das schon so im Herzen, den Leuten das zu vermitteln, wie wichtig das war, diese Entwicklung der liberalen Gesinnung und der bürgerlichen Gesinnung eben im 19. Jahrhundert, mit dem Hambacher Fest, mit dem Wartburgfest. Da gab es auch unschöne Sachen, ja klar. Und auch das ist wichtig, dass man das sagt, dass sich das auch als Plattform ein bisschen gezeigt hat für Nationalisten und Menschen, die jetzt, sagen wir mal, Vorstellungen gehegt haben oder Antisemiten, wo wir heute vernünftigerweise und glücklicherweise ja ablehnen, in unserem sehr europäisch denken in Deutschland. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass die Leute das wissen und dass sie das erfahren. Und ich finde, Computerspiele können nachher eine ganz tolle Plattform sein, um so, um Wissen zu. Also ich muss echt die Cycles einstellen. Wenn ich hier scrolle, dann fliege ich schon ziemlich, fliege ich ziemlich über die Karte. Ah, da oben sind tote Bäume. Vielleicht geht es da dann weiter. Ja, kann sein, weil, wenn ich mal die Minimap an, da brauche ich vielleicht nicht scrollen, dann sehe ich es auch. Ich sehe keine Brücke. Aber hier oben ist, ach, das war dieser, sagen wir mal, Weiheplatz. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nennen soll. Was ist das denn für ein Punkt? Ach, sieht an. Also auf der einen Seite vom Fluss, irgendwie kommen wir da noch rüber. Vielleicht hier im Norden irgendwo. Oh. Ist jetzt irgendwie nicht so gut. Geh du da mal weg. Geh mal weg. So. Geh du auch mal mit vor, dass wir ein bisschen mehr Feuer nach vorne bringen. Das fand ich eigentlich auch schön an den Spielen in den 90ern. Gerade, also viele von diesen Spielen in den 90ern, die haben sich ja unheimlich viel Mühe gemacht und Texte und auch Bilddateien so beigelegt, wo man nach nebenher wirklich viel geschichtliches Wissen vermittelt hat oder auch Kunstwissen. Also zum Beispiel Vermeer, das ist jetzt kein Kompliment für meinen Kunstlehrer, obwohl das ein sehr netter Mann war und sehr viel Ahnung hatte. Aber irgendwie habe ich durch Vermeer-Spielen tatsächlich mehr gelernt über die holländischen Meister und über Malerei als in seinem Unterricht. Na, fällst du jetzt den Baum? Dankeschön. Ich weiß noch, in Warwind 1, da muss ich auch gucken, von wem das ist, und damit ich da die entsprechende Erlaubnis einholen kann, würde ich das auch gerne zeigen. In Warwind 1 waren diese Missionen immer ganz lustig, ein bisschen zu umgehen, wenn man das Glück hatte, also die Schwierigkeit zu umgehen, wenn man das Glück hatte und hatte so einen Priester dabei, oder so eine Spieleinheit, die andere Einheiten quasi überzeugen konnte, dass sie sich anschließen. Da gab es, glaube ich, so einen Androiden oder sowas. Weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Und es gab eine Menge wilder Tiere auf der Karte. Und wenn man diese Einheit hatte, konnte man diese wilden Tiere quasi in die eigene Truppe aufnehmen. Und da konnte man quasi diese teilweise doch ganz schön gesalzenen Schwierigkeits, diese teilweise ganz schön gesalzene Schwierigkeitsstufen, die diese Missionen eigentlich hatten, schon so ein bisschen wenigstens aufweichen. Weil mit der Zeit, wir haben jetzt einen verloren durch einen Baum, das war ein bisschen unglücklich. Und jetzt haben wir mindestens einen unserer Axtkämpfer ist verletzt worden durch Pfeilbeschuss und mindestens ein weiterer Bogenschütze hier auch.
Also man muss wirklich bei so Missionen immer sparsam mit den Kräften sein. Die gibt's heute kaum noch so wirklich, diese Missionen. Also ich habe jetzt letztens StarCraft 2 gespielt. Ganz tolles Spiel. Auch vor allem diese Zwischensequenzen und was man auf dem Raumschiff machen kann, ist wirklich sehr schön gemacht und sehr gut für die Stimmung, für die Immersion. Ja, das ist mein Lieblingsfachwort. Ich weiß, ich wiederhole das immer wieder. Aber ich finde, das ist so ein Fachwort, wo wirklich auf das ausdrückt und auch wirklich klar auf den Punkt, also auf den Punkt bringt, worum es geht, eben Atmosphäre und Stimmung in dem Spiel zu erzeugen. Und es gibt ja eine Menge Spiele, die bei wirklich guten Willens, ja, die guten Willens sind und sich redlich bemühen, aber es tatsächlich nicht schaffen, diese Stimmung wirklich aufzubauen. Das ist ja für uns Modder immer extrem schwer. Man bastelt da wirklich sehr lange an der Mod, also teilweise ja 3, 4 Jahre lang, wenn es eine wirklich große Total Conversion ist. Und man muss sich um Sachen kümmern. Als normaler Spieler, der einfach nur spielt, da denkt man über viele Sachen gar nicht nach. Und wenn man dann das aber moddet, dann stellt man fest, dass teilweise Kleinigkeiten extrem viel Arbeit bedeuten, weil man durch verschiedenste Textdateien, also oder XML-Dateien oder sonst irgendwo reingehen muss und das suchen muss, das ändern muss, in der Hoffnung, dass es das Spiel auch direkt annimmt, dass da nicht irgendwo noch ein Backup ist oder irgendwelche gepackten Dateien, die einem das ein bisschen verhindern. Und dann zackert man sich da einen echt ab, bis man eine Kleinigkeit weg hat, die einem hinterher eigentlich niemand danken wird, wenn es denn geändert ist. Weil das keinem dann mehr auffällt, würde ich das aber nicht ändern, dann würde das jedem sofort auffallen. Das wäre extrem schlecht wiederum für diese Atmosphäre-Immersion. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht, wenn ich in einem Total War spiele, oder auch von mir aus einem, ja, also nehmen wir mal Total War, und ich füge, also ich nehme jetzt eine Fraktion in dem Spiel, nehme mir an die Fraktion Ägypten. Und jetzt möchte ich aber in der Mod, soll es jetzt zum Beispiel um Herr der Ringe gehen. Und ich möchte die Fraktion Rohan einbauen. So, und um mir die Sache leichter zu machen, entwerfe ich keine neue Fraktion from the scratch, wie man sagt. Also ich baue die nicht komplett neu auf, sondern ich versuche erstmal vorhandene Fraktionen, die ich jetzt in meiner Mod nicht brauchen werde, umzubauen, indem ich eben die Grafiken, Texte etc. ersetze. Jetzt ist zum Beispiel der Anführer bei den Ägyptern, sagen wir es einfach mal, es ist der Sultan Ibrahim. Er war ja nicht, war ja ein Kalif, die meisten in Ägypten. Irrelevant auf jeden Fall, ist das der Sultan Ibrahim. Wenn jetzt der Spieler die Mod spielt und er soll der Rohan, hat er eigentlich genommen, und statt König Theoden hat der Sultan Ibrahim, dann wird dieser Spieler sagen, das sind Pfuscher, die Modde. Das ist eine kleine Detailsache. Ich muss diese Datei suchen, ich muss das herausfinden, wo ist das niedergeschrieben, wie der Anführer heißt, also nicht Sultan, sondern in dem Fall Königin einsetzen. Und statt Ibrahim, wo wird das angesteuert, dass der Mann so heißt, dass dann da Theoden steht. Da kann der teilweise 3 Stunden davor sitzen, bis man das rausgefunden hat, wo das ist und das geändert haben. Für eine Detailarbeit, die wirklich keiner dir danken wird. Niemand wird hinterher dich anschreiben und sagen, boah, da habt ihr eine tolle Arbeit gemacht, ihr mir die Namen geändert habt. Ist das schön, dass ihr da Theoden reingeschrieben habt. Ich denke, ich glaube, jetzt habe ich, ey, nee, oder? Och Mann, Monty. Ich hätte einfach oben vom Ja, okay. Was man nicht im Kopf hat, muss man in der Axt haben. Ich habe mich da völlig unnötig durch diesen Ton. Ja, manchmal will man schlauer sein als nötig, oder? Ja. Naja. Wenigstens konnte ich mein Modder-Leid mal klagen, dass man für viel Arbeit manchmal sehr wenig Ruhm erntet, und das geht den Entwicklern genauso. Nur werden die wenigstens bezahlt. Hoffe ich zumindestens. Aber ich habe noch nie gehört, dass Entwickler streiken. So, jetzt sind da oben auch wieder tote Bäume, aber diesmal hoffe ich, schlauer zu sein und gucke erstmal, ob ich nicht so das erstmal gucken kann. Weil das sieht nach vielen Bäumen aus, und dann gucken wir in die Minimap. Also, wenn da was hinten dran ist. Ah, okay, ich sehe es ein. Okay, einen schicken wir hin, die anderen laufen weiter, aber einer darf fällen. Und das ist aber auch so ein bisschen mein Problem, warum ich dann auch gesagt habe, ich will Let's Plays machen. Weil ganz oft, nicht immer, also es gibt viele sehr gute Let's Plays, aber sehr oft gibt es eben Let's Plays von Leuten, die recht unqualifizierte Äußerungen da tätigen.
Ich will das jetzt nicht jetzt irgendwie jetzt überdramatisieren, aber es ist halt wirklich so, manchmal denke ich, da werden Spiele runtergemacht und Entwickler und mit völlig unqualifizierten Aussagen, wo man merkt, der Mensch, der das gerade losgelassen hat, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Der hätte vielleicht wirklich einfach mal besser die Klappe gehalten, als wenn man das nicht einschätzen kann, dann ist das, oder sich nicht mal eindenken kann, wie viel Arbeit sowas auch bedeuten kann, und dann einfach da willenlos drauf losmaulen, finde ich echt extrem unangebracht. Vor allem, weil die Leute ja auch davon leben, von den Spielen. Es ist ja jetzt nicht so, die machen das aus, die machen das schon aus Spaß an, das freut auch, aber die müssen davon ja auch ihre Rechnungen bezahlen. Und wenn man dann so ein Spiel runter macht, und die Leute gucken sich das auf YouTube an und sagen so, oh nee, das Spiel taugt aber nichts, das kaufe ich mir nicht, das kann richtig finanziell in die Hose gehen. Also das kann wirklich böse Folgen haben für die Entwickler und die Publisher. Und manchmal denke ich, die Leute denken über sowas nicht nach. Vielleicht auch daran, wenn sie noch so jung sind, dann, ja, wenn man jung ist, dann sieht man die Dinge oft noch sehr eindimensional. Aber wenn das Erwachsene sind und dann da einfach bloß Spaß dran habe, jemanden Platz zu machen, dann finde ich das, ja, nicht schön. Ich könnte jetzt auch ein anderes Wort verwenden. Viele andere Worte. Ja, so. Und deshalb habe ich halt gesagt, ich mache jetzt auch Let's Plays. Als Modder kann ich mich vielleicht auch einfach ein bisschen besser eindenken, kann mir das auch einfach, kann da vielleicht, ich hoffe zumindest qualifiziertere Aussagen vielleicht auch tätigen oder mehr Verständnis entgegenbringen oder auch einfache Detailarbeit auch eher vielleicht, weiß ich halt auch einfach vielleicht mehr zu schätzen, weil ich halt abschätzen kann, wie viel Arbeit das auch bedeutet, sowas zu machen. Aha, ich glaube, ich habe es mir gedacht, dass ich da oben den Wald mir sparen kann. Ja, Junge, na komm, jetzt bist du eh fast durch, mach weiter. Wenn das eine Sackgasse ist, bin ich vielleicht sogar ganz dankbar. Da guckt mal einmal nicht nach seiner Schar. Was machen sie? Sie klopfen sich hier mit irgend so einem Gelbhemd rum. Ja, genau, ihr geht. Ich glaube, in der nächsten Mission, wenn ich wieder Kühe habe, sorry, man hat mir auch im Forum gesagt, ich soll mich mehr darum bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. Ich würde doch zu häufig vielleicht einfach in meinen Dialekt verfallen. Weil ich finde ja Dialekte schön. In irgendeinem Video habe ich das schon mal gesagt und dazu stehe ich auch weiterhin. Ich bin nicht der Meinung, dass es toll ist, wenn alle Menschen sich gleich anhören. Also alle sprechen Englisch oder in Deutschland sprechen alle nur noch Hochdeutsch. Ja, also am Markt, ich fände das extrem langweilig und ich fände das schade. Wenn ich, gerade wenn ich bei der Bundeswehr bin, ich bin ja, da stehe ich auch dazu, ja, kann ich hier mal sagen, ich bin ja in der Reserve. Und ich finde das eine wichtige Sache, dass man sich engagiert, dass man Verantwortung übernimmt. Gerade in der Demokratie. Und dazu gehört für mich auch, also für mich zumindest, viele meiner Freunde haben Zivi gemacht. Das ist ja jedem selbst überlassen, ob er bereit ist, Dienst einer Waffe zu tun. Und das steht ja in unserem Grundgesetz so. Ich fand es halt gut bei der Bundeswehr. Ich habe auch zweimal wurde ich auch geholt, für Sandsäcke zu schleppen, um hier einmal an der Isar. Und an der Donau. Und ich habe das gern gemacht, weil ich das wichtig finde, dass Leute sich für andere einsetzen. So, jetzt habe ich wieder mich verblabbert. Wo wollte ich eigentlich hin? Was wollte ich jetzt wieder erzählen? Oh Mann. Genau, bei der Bundeswehr. Da finde ich das zum Beispiel immer ganz spannend. Das sind ja Leute aus ganz Deutschland. Und dann am Dialekt zu hören, woher jemand kommt, da kann man gleich ganz anders mit dem umgehen. Wenn ich weiß, oh, der rollt das eher ein bisschen stärker, das könnte jetzt ein Franke sein, dann kann ich mit dem gleich auf einem ganz anderen Niveau, ich habe dann vielleicht ja schon Hintergrundwissen, das mir helfen kann im Umgang mit dem Menschen. Manchmal ist das auch sehr spannend. Ich war auf eine Hochzeit eingeladen, da stand ein Mann an der Kuchentafel und der hat sich mit einem anderen älteren Herr in einem Dialekt unterhalten, den ich so nicht bestimmen konnte. Und ich traue mir zu, wirklich die meisten deutschen Dialekte zu erkennen und die Leute ungefähr ja, einzunorden, woher jemand kommt. Und bei ihm war es so, ich war wirklich, stand da so und denk so, Mensch, sowas Ähnliches habe ich schon mal gehört, aber das sagt mir jetzt nichts. Da bin ich mit ihm auch sofort ins Gespräch gekommen, ich bin ja neugierig, ja. Und dann kam der Mann aus, na, wie heißt man noch? Ach, so eine Kleinstadt westlich von Danzig. Also im Übergang von Pommerellen zu Westpreußen.
Für die jüngeren oder geschichtshistorisch nicht so ganz gebildeten, das dürft ihr gerne googeln oder in eurem historischen Atlas nachschlagen, wo Pommerellen liegt und Danzig. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall gehörte der Mann zu dieser deutschen Minderheit, die dort noch lebt. Die meisten wurden hier entweder vertrieben oder sind halt geflohen, also sind geflohen oder später dann vertrieben worden. Oder sind dann spätestens in den 90ern, sind ja ganz viele ausgewandert aus Polen, als Spätaussiedler nach Deutschland. Und er gehörte zu diesen wenigen, die dort geblieben sind. Und das war ziemlich interessant, mich mit dem zu unterhalten. Und ja, das meine ich eben. Wenn der nicht diesen Dialekt gesprochen hätte, wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, mich zu unterhalten. Weil ich hätte mir einfach mein Teller mit Kuchen vollgeladen und wäre wieder, hätte mich getrollt. So, jetzt habe ich aber echt wieder genug geplaudert und die Mission geht auch lang genug. Und ich habe ja versprochen, es nicht mehr so lang zu machen. Also ich mache jetzt hier den nächsten Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis bald. Tschö.